Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Twitter-Quiz. Heute mit Peter Bram und Sepp, hallo. Und Andi als Moderator, hallo. Ja, hallo. So, eure Aufgabe ist es heute wieder, die Autorinnen und Autoren von Tweets zu erraten. Anhand des Tweets. Und es kann auch mal sein, dass in einem Bild, was ihr gleich sehen werdet, zwei Leute drin sind. Ihr müsst mir dann bitte beide nennen. Ihr dürft aber, wenn ihr buzzert, reicht es mir, wenn ihr auch nur eine Person nennt, aber dann gebe ich wieder frei und dann könnt ihr auch noch die andere Person erraten. Ne? Also so machen wir das Ganze. Habt ihr verstanden? Ja, ja. Klar. Sehr gut. Für eine richtige Buzzerung gibt es dann 3 Punkte, für eine falsche einen für alle anderen. Okay. Ich hoffe, ich kenne die Leute. Ich denke, das wird gehen, ja. Aber ihr seid ja zu dritt. Irgendeiner wird ihn bestimmt kennen oder sie. Und wir fangen an mit dem ersten Tweet. Und der sieht so aus. Hätte früher nie gedacht, dass ich mal einen Job haben werde, der sich exakt mit dem Tagesablauf Brammen. Mango. Das ist nicht Mango. Der sich exakt mit dem Tagesablauf eines 13-Jährigen während der Sommerferien deckt. Wer zum Fick hat denn das geschrieben? 6000 Likes. Angeheftet auch noch. Ja, wer ist denn so stolz auf diesen Tweet, weil er so lustig ist? 20, den muss ich anheften. 20. Also bei mir ist angeheftet irgendwie, war lange Zeit Friendly Fire und so. Wer heftet das denn an? Hab ich das geschrieben? Nein, hast du nicht geschrieben. Also korrektes Satzzeichen gesetzt. Stimmt, Komma, nee, das gibt's nicht. Das ist natürlich eine gute Frage. Ne? Bei euren tausenden Tweets kann man auch mal vergessen haben, was man da so getwittert hat. Ja, das sowieso, ne? Das ist ja klar. Wir reden ja hier auch. Ja. Dann sag ich mal Annie the Duck. Es ist nicht Annie the Duck. Es geht schon mal. Ja, die Bubble ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Reefed. Es ist nicht Reefed, Brammen. Hugo. Hugo. Nee, das würde ich sagen, ist dann wieder außerhalb dieser Bubble, die ich mir so gerade in meinem Kopf, die so gerade so aufgepustet hat. Komische Bubble jetzt. Ja, scheinbar. Bubblefication hier. Dann ist das Papa-Platte. Nein. Nee, das also, ist auch schon viel zu ordentlich. Gibt es noch mehr? Gibt es mehr als eine oder gibt es nur einen? Das nur eine Tweets? Ja. Nee, nur einen Tweet oder kriegen wir noch mehr? Nee, das ist der einzige Tweet, bei dem ihr den Autoren oder die Autorin erraten müsst. Ja. Ihr seid schon mal korrekt, es ist kein Politiker oder sowas, ne? Das kann man nicht denken. In der richtigen Bubble. Ihr seid in der Streamer-YouTuber-Bubble auf jeden Fall korrekt. Ihr kennt die Person auf jeden Fall. Mhm. Schon öfter mal was mit dieser Person zu tun gehabt. Aha. Ja. Ja, das wird nicht Dalo sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, Dalo war nicht angepinnt auch. Vor allem seit Februar. 2021. Ja, wirklich. Februar. Ja, ich habe keine Ahnung, wer das sein kann. Was kam denn im Februar 2021 raus? Ist das relevant? Wie viele Punkte gibt es denn für eine richtige Antwort? 3. Oh, ja, nee, dann drücke ich nicht mehr. Also ich sag mal so. Es ist eine Person, die auch in einer Gruppe tätig ist, sag es mal so. Matteo! Ja! Ja, das ist korrekt, Matteo. Das ist Matteo von Bonjour. Korrekt. Kenn ich zeig euch noch den. Kennst du, sagt dir gar nichts, ne? So, noch nie gehört. Matteo, das ist der von Bonjour mit den langen Haaren, der sich die immer färbt, oder? Ja. Ja. Genau. Das ist der bei Diablo aus Versehen keinen Hardcore-Charakter gemacht hat. Ja, nice. Das war gut. Gut. Okay, Peter führt mit 7 Punkten. Wir kommen zum zweiten Tweet. Wer hat denn diesen Tweet verfasst? Gott. Boah. Hä? Ich sag mal, der PlayStation.de-Kanal. Es ist exakt der PlayStation.de-Kanal. Das ist auch exakt der Handle des Accounts. Sehr gut. Ja, nochmal als Beweis. Leck mir doch meinen Jaggon, ey. Das kann doch gar nicht sein. Voll gut von mir.
Ja, aber das ist ein smart. Ja. Peter, du brauchst unbedingt eine dritte Hand, damit du dir die ganze Zeit auf die Schulter klopft. Ja. Man muss dich auch mal selber beneißen, Dennis. Nee, ich bin da, ey, ich bin da komplett bei dir. Ne? Den Rückenkratzer. Beneißen ist wichtig. Mit dem Rückenkratzer kannst du auf die Schulter klopfen. Ich weiß nicht mehr, wo der ist, den habe ich irgendwie verlegt. Aber der Bartkamm ist noch da, oder? Ja, selbstverständlich. Ist der, okay, Rückenkratzer, der ist bestimmt im Urlaub mitgekommen und dann ist er irgendwo liegen geblieben, auf irgendeiner Alm. Ich frage mich echt, wo der ist. Also ich vermisse den auch. Ich glaube, die Leute in den Kommentaren auch. Okay, wir kommen zum Tweet Nummer 3. 15 haben wir übrigens insgesamt. Damit ihr das abschätzen könnt, wie gut ihr seid. Tweet Nummer 3. Bin ab 11.15 Uhr live im ARD mit The Real Knossi bei Wer weiß denn sowas? Kai Pflaume hatte mich eingeladen. Die machen hier einfach eine 25-Stunden-Show angelehnt an die Win-Challenges. Da haben die das auch bestimmt. Sepp. Ist das Montana Black? Was? Das ist nicht Montana Black. Nein. Knossi denn ja, aber guck mal, wie sich das auch ausgedrückt wurde. Oh, nee, Revi! Wurde. Nein. Das ist nicht Revi. Der war auch da, aber nicht mit Knossi, glaube ich. Ah, ja, deshalb. Also die beiden habe ich. Und zumindest Revi. Aber Revi schreibt auch nicht so. Keine Ahnung. Helden meinte gerade, Regeln sind Regeln, finde ich halt auch schon wieder so lustig. Das ist ein lustiger Tweet, muss ich sagen. Hab gesagt, ein, zwei, ab, bevor ich mich darf, ich gut. Bram. Ist das Aaron? Ja. Meinst du Aaron Troschke? Ja. Hm? Nein. Aber wer ist denn das lustig? Als du mich gesagt hast, meinte ich Aaron Troschke, ich gesagt müssen, nein, den anderen. Dann hätte ich aber geguckt, du. Wer ist denn der andere? Weiß ich nicht. Angelehnt an Challenges. Also, es muss wohl eine Person sein. Ja, Amar. Peter? Ja. Nein. Trimax. Nein. Goddammit. Gute Guesses. Danke fürs Ausprobieren, Peter. Sind gute Guesses, aber noch kein korrekter dabei. Ja, dann damit sind sie auch automatisch schlechte Guesses. Ja, ja, aber es ist noch so aus der Bubble. Es ist auf jeden Fall ein Mann. Okay. Okay, kein Kind. Nice. Ist auch kein Kind? Nein. Der Hohecker einfach. Wer ist denn da noch in der Suppe da drin? Der Hohecker. Ja, Trimax war auch echt gut, Peter. Trimax wäre so geil, wenn der das gepostet hätte. Ach Quatsch, der Hohecker meine ich. Mein Gott. Oh, Entschuldigung, Kai Flom hat mich eingeladen. Mann. Also, ja, weißt du, sowas ist doch mit Elton und Hohecker, oder? Win? Wer macht denn fucking Win-Challenges? Ja, ich dachte, das wäre so ein Amar-Event, aber das ist scheinbar falsch. Ja, oder Trimax macht das doch manchmal auch, oder andere Streamer machen das. So lange, ja, die anderen Streamer sind jetzt noch relevant. Welche anderen Streamer gibt es denn da noch gerade? Ja. Die halt mit Knossi da hingehen. Andi, hat die Person schon mal bei Seven vs. Wild mitgemacht? Oh, das würde den Radius sehr, sehr stark eingrenzen, ja, aber ich kann dir sagen, deswegen nein. Okay, das sind da noch viele Leute. Das sind noch sehr viele Leute, ja. Nein, schränkt den Radius nicht so krass ein wie ein Ja. Scheiße. Ja, ist richtig, ja. Deswegen habe ich es auch beantwortet. Ich kann euch so viel sagen, es ist eine Person, die, ich glaube, noch nichts mit euch zu tun hatte. Ja, schon schwierig. Dann kenne ich die ja nicht. In einer öffentlichen, zum Beispiel in einem Stream oder in einem Video, ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Könnte das Harald Glückner sein? Knossi und... Es ist auf jeden Fall auch ein Streamer, ja. Deswegen würde Harald Glückler, ich weiß nicht, was er auf Instagram macht, ob er da seine Bettwäsche bewirbt, aber... Design-Streamings macht er dann immer. Scheiße, wie heißt der? Schreib es mir. Zähle ich euch gleich ein. Peter? Ja? Wie heißt denn der andere große Streamer neben Trimax? Was? Bram. Elias? Elias, genau. Nein. Schade. Also, ich gebe euch noch 5 Sekunden, dann werde ich es auflösen. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann schließen wir die Frage. Shit, ich zeige euch die Auflösung. Ja, niemand kennt die Person, glaube ich. Unbedeutend. Es ist Mickey. Mickey. Hat wirklich noch nichts mit uns gemacht, glaube ich. Nee. Aber Trimax und so, das ging ja schon mal in eine sehr, sehr gute Richtung. Aber guter Tweet, der ist lustig. Gut gemacht, Mickey. Hat mich zum Schmunzeln gemacht. Ein Schmunzler.
Ein kleiner Schmunzler. Als dritten Tweet, vielleicht der vierte Tweet, dann auch ein bisschen zielführender, was zumindest eure Punkte betrifft. Peter führt hier mit 14 aktuell. Der vierte Tweet. Warum heißen wir eigentlich und nicht der geile Fixsaft? Z. Also, das ist doch ganz eindeutig Jen. Alter, das hat viel zu viele Likes dafür. Das ist. Ja, es hat 1 Million Reach. Das ist schon strongkanal. Das ist Julian Bam und er redet über seinen Podcast. Oh, könnte auch sein. Oh, mhm. Nein. Dann ist Bram. Rezo. Nein. Auch gut. Warum heißen wir eigentlich Pietsmieten, nicht der geile Fixsaft? Ja, genau, sowas. Was könnte da stehen? Warum heißen wir. Was steht da? Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr das lösen, ja. Da ist Paluten. Nee, nein. Das würde nicht. Nee. Der würde das ist ja im Let's Play. Nee, das ist zu kurz. Nee, auch nicht kinderkonform. Ja, das, ich glaube auch, das ist im Rahmen einer Aktion, Peter. Also, weiß ich nicht, Rustplatz und warum heißen wir nicht eigentlich geile Hose? Ja, wie sollen wir denn dann darauf kommen? Das würde das dann ja überhaupt nichts helfen. Auch erst vor kurzem, 25. Ja, Februar, doch, angeheftet der Tweet seitdem. Eine und Million. Kurzes Händel. Ja, denkt kurz mal ein bisschen weiter, als ihr aktuell so immer gedacht habt. Vielleicht ja, okay. Denkt euch das weiter. Okay, also, es ist Scholz. Bram. Gronk. Nee, das ist nicht weit gedacht. Nee, ich. Das ist ja auch ein Content Creator. Ja, ja und? Scholz ja auch. Ja, Politik-Influencer. Ja, aber den gibt's mehr Memes als über mich. Es gibt aber noch Jan Böhmermann zum Beispiel. Aber das passt vom Handel nicht. Das ist aber falsch. Also, ihr könnt euch das aus dem Kontext des Tweets auch schon herleiten, ne? Also, das steht da ja nicht ohne Grund. Warum heißen wir eigentlich Deutschland nicht der geile Fixer? Finde ich gut. Das ist ja so eine Mail, Olaf. Das ist für mich die Frage. Ja. Warum heißen wir eigentlich Deutschland und nicht der geile Fixer? Was ist denn. Warum heißen wir eigentlich? Vor allen Dingen wir. Ist das ja. Ed Samen oder was? Ed Ejakulat hat gepostet. Warum heißen wir eigentlich Sperma und nicht der geile Fixer? Nee, warte mal. Das ist Punika. Peter. Nein, ich wollte. Das ist Punika, ja. Sehr gut. Ich hab sogar schon Punika. Es ist Punika. Ihr habt ja auch nochmal. Nein, das ist gar nicht die Auflösung. Das war die so, hier nochmal. Jetzt weiß ich, was er meinte mit Denk doch mal weiter. Ja, genau. Bisher hatten wir ja nur. Ja, ist ein Fake-Account. Tatsächlich. Punika.de ist ein Fake-Account. Ja, ja. Das ist ein Spaß-Account. Ist das so? Ja. Punika gibt's doch eh nicht mehr. Genau. Ja, seitdem Elon Musk die geile Idee hatte, kann man das ja nicht mehr so gut verifizieren. Wobei der ja, ist okay, es ist inoffiziell, ja. Ja, ja, okay. Natürlich. Alter, was denken ihr, Leute? Es gibt ja auch kein Punika mehr. Ey, ich hätte mir halt vorstellen können, dass die ein Video von uns gesehen haben, auf den Zug aufgesprungen sind, weil die jung und hip wirken wollten. Okay. Ja, in dem Fall glaube ich dann leider nicht, da muss ich deine Illusion zerstören. Wir kommen zum Tweet Nummer. Der ist auch ein Official-Account, ja, kein Wunder. Wir kommen zum Tweet Nummer 5 und hier seht ihr, es sind mehrere Personen, mir reicht aber, wenn ihr auch nur eine wisst. Tweet. Ja, so eine Kacke macht immer nur der Fabian Döhler. Nein. Was? Also, Maischolle oder Spargel, verstehe die Frage nicht. Daraufhin antwortet eine andere Person. Ich auch nicht, keine Ahnung, was Maischolle ist. Und dann wird darauf geantwortet, sowas im Mai ist gleich Maischolle. Ist auch gut, muss ich sagen. Hat aber keine Sau gesehen. Zwei Personen. Also noch Wer hat das vorbereitet? Andi, war das Sven selber? Es war Sven höchstpersönlich, ja. Ja, okay. Fuck. Ja, einer von beiden ist Ede. Nein. Ist auch noch nicht so alt her, so lange her, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ist ja auch Spargelsaison und so. Genau. Das ist erst ein paar Tage her. Mhm.
Und ja, ihr seht ja da auch die Impressions auf die Tweets. Also, ja, relativ keine seid ihr Sau interessiert. Oh Gott. Ja, aber ihr seid auf jeden Fall darunter. Wie, wir sind darunter? Naja, von den Impressions, die da zu sehen sind, sind auf jeden Fall 3 von euch gekommen. Das heißt, was? Ja, das ist natürlich Jonathan, ne? Nein. Was? Wieso sind 3 Impressions von uns gekommen? Das heißt, wir haben den Tweet schon gesehen? Das würde ich davon ausgehen, das ja. Das ist doch Sven. Nein. Ihr habt den Tweet nicht gesehen. Habt ihr den geliked? Nee. Ja. 17 Likes, wir 3 haben 3 beigetragen. Wie kommst du drauf? Woher willst also du wissen, ob ich Twitter den Tweet auch gesehen habe? Total selten nur noch, deshalb ist das so eine Sache. Eine Impression ist ja, wenn du drüber scrollst im Prinzip. Ich weiß nicht genau, wie es gemessen wird. Dann aber musst du ja erstmal aufrufen. Das ja, und deine Mutter hat wenig. Einfach 10.000 Impressions. Krass. Was? Oh Gott. Wer ist denn voll der Spargelfanatiker? Außer Jay. Fällt mir jetzt erstmal auf Anhieb keiner ein. Deine Frau, die hat aber kein Twitter. Also ich also, selber auch, aber. Ihr kennt beide Personen. Die eine Person kennt ihr auf jeden Fall sehr viel besser als die andere, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich weiß okay, ja nicht, was Andi ihr so in eurer Mikkel. Privatzeit, mit wem euch da so unterhaltet. Peter? Mikkel. Nein. Ah, Glück gehabt. Das war ein Bait, hat man in der Stimme gehört, Peter. Okay. Na, da musst du noch üben. Das war nicht brain-affreich genug gesagt. Die eine Person, mit der habt ihr schon mal beruflich zu tun gehabt, also nicht nur einmal, sondern schon öfter. Mit okay, eine ist Arthur. Nein. Dalu ist doch kein krasser Spargel, du. Nee, ach, Dalu, Kat. Dalu ist schon so ein Spargel. Ach. Und die andere Person. Er ist ein Lauch. Die andere Person, mit der habt ihr sehr, sehr, sehr oft beruflich zu tun. Okay, dann ist Sepp. Das der Jules. Nein. Peter. Boris. Es ist Boris, oh, genau. Oh, smart. Der Chef der Agentur Second Wave, bei der wir sind, ja. Ist Tino wieder freigegeben? Nein. Oh, aber hat der neuen Account? Nein. Ach, Tino, du enttäuscht mich. Oh, scheiße, das habe ich aus dem Sinn aufgedrückt. Okay, wie wird der begangen? Varion. Das ist es. Es ist Varion, ja. Sehr gut. Oh, was? Ja, was? Der mittlere ist Varion, genau. Sehr gut. Damn it. Ich möchte das hier auch nochmal zeigen. Boris und in der Mitte Varion. Das ist schon ein bisschen witzig, muss ich sagen. Ich dachte, auch wenn ich ganz ehrlich, wenn ich mir diesen Fisch angucke, mein Kopf macht daraus die ganze Zeit einen, als wenn er auf dem Kopf schwimmt. Das in den Augen. Boah, der hat ja mal tief hängende What? Augen. Ja, der macht mich voll fertig. Dann schnell weg mit dem Bild und ja, dann kommen wir zum, Andi, zum ja. sechsten Tweet von 15. So. Kacke, ich brauche jetzt und, auch mal. Wer hat diesen Tweet geschrieben? Wir sind unfassbar stolz darauf, verkünden zu können, dass ab sofort auch in Serbien und in China erhältlich ist. Danke an das unglaubliche Team und natürlich an euch, Herzchen, Hashtag Werbung. Vom 1. März 2018. Ja. Oh, das sind harte heute, ey. Danke an das unglaubliche Team und natürlich an euch. Hashtag Werbung. Sepp. Scheiße, welche von den beiden ist das? Dagi B. Nein. Sepp. Bibi. Sehr gut, es ist Bibi, oh, ja! Doch die andere. Das ist Bilou, ne? Lol. Es ist Bilou. Es geht hier um Bilou. Ja. Tatsächlich, ja. Alter. Holy shit. Ja, scheinbar auch in Serbien und in China erhältlich. Ja. Das Bild von ihr ist ganz strange. Ja. Die Beine sind ganz klein im Verhältnis zum Arm. Die sollte letztes Wochenende wiederkommen oder davor. Er hat's ja, aber hat nicht doch, gemacht. Dann, hat doch dann so ein Video online gesetzt und dann doch wieder offline genommen. Das war dann irgendeine Hütte in irgendwo, irgendwann mit einem Haus, irgendeine Strandhütte. War das jemals war das jemals zu sehen, das Video? Ich dachte, das wäre immer private gewesen. Weiß ich nicht. Brammer hat so, die Private Links von. Ich habe nur Bibi. So leak-mäßig immer auf Twitter gesehen, dass hey, das ist ja voll die Enttäuschung gewesen. Andi, du bist doch bei sowas immer drin.
Du, wenn hier sich einer damit auskennt, dann wäre es Bram, weil ich glaube, Bram ist hier wirklich der Klatschreporter, aber ich habe davon nichts mitbekommen. Nein, tut mir leid. Natürlich, ich verfolge Social Media, glaube ich. Ich habe gestern noch geguckt, ich habe Twitter in den letzten 2 Wochen durchschnittlich unter 1 Minute am Tag benutzt. Ja, same. Echt? So wenig? Ja, okay. Ja, und Instagram auch. Instagram mehr. Ich mache einen Pod und dann komme ich runter und dann wartet für Instagram. An wem mag das wohl liegen? Okay, wir können weiter zum nächsten Tweet. Es ist Tweet Nummer 7. Und, hat sich den Haken gekauft, die Sau. Von wem ist denn dieser Tweet? Das war 2018, Sepp. Ach so, oh, Entschuldigung. Nein, der Haken ist ja dann immer noch, der ist ja dann weg. Ach so. Das wurde erst kürzlich vorbereitet. Stimmt. Der Tweet lautet, dieser Typ kommt in den Raum und will die Aktien verkaufen. Was tust du? Sag's mir live. Und dann ein Link. Ja, das ist Just Sepp. Johnny. Nein. Vom 25. Mai. Hm. Ey, wie? Peter. Oh, das ist auch gut. Nein. Wenn aber ein anderes Nein, hast du gehört? Ja. Leichte. Wir gehen so wieder in die Nähe. Ich weiß aber nicht, wer in der Nähe von Revi ist. Sturmwaffe. Nein. Nein. Das war komplett falsch. Ja, das war voll in der Hose. Das war wirklich. 25. Mai. Ist da nicht auch ein Foto bei oder so? Ja, darfst du halt nicht sehen, Peter, weil sonst wäre das wahrscheinlich zu einfach. Ja. Aktien verkaufen. Hat das was damit zu tun oder ist das einfach nur so ein random Gag? Nein, der sieht einfach nur schick aus. Ja, wer sitzt schick vorm Stream? Niemand. Ja. Also, ihr kennt diese Person auf jeden Fall auch wieder. Ja, also vom Wording und so. Aber wir haben noch nie was mit der gemacht. Doch. Ihr habt schon mal was mit dieser Person gemacht, sogar schon ziemlich oft. Würden wir uns wünschen, wir hätten das nicht getan? Sag's mir live. Ich sag jetzt einfach mal ja. Was? Nein. Jetzt also, brauche ich nicht mehr was zu drücken. Das glaube ich nicht, nein. Ich würde vermuten, nein, aber ne? Also, du würdest vermuten, nein. Also wenn jetzt ja, bei ja geblieben wäre, hätte ich jetzt Jules. Wir haben schon oft was damit gemacht. Aber damit, es kann nicht Dalu sein. Das ist kein Dalu-Tweet. Nee, das ist kein Dalu-Tweet. Wir machen jetzt nichts mehr mit der Person. Haben wir beruflich was mit der zu tun, ja? Nein. Ach so, nee, okay, gut. Trotzdem haben wir schon oft was mit der gemacht. Ja, ein Stream zusammen ist für mich nicht beruflich miteinander zu tun. What? Okay. Ja. Ich würde mit dieser Person außerhalb des Jobs ja dann nichts tun. Also was ist denn dann beruflich? Also mit ja, ich habe jetzt zum Beispiel gedacht, ist eine Firma, mit der wir zusammenarbeiten, ist bei uns angestellt, solche Sachen. Okay. Aber die Person ist ja live, Peter. Also es ist halt auch schon eher so eine Influencer-Person wahrscheinlich. Ja, Live-Person. Ja, Andi hat ja auch schon gesagt, wir haben mit der schon viel gemacht. Ja. Mhm. Ja. Sascha Grey. Also mehr als mit anderen auf jeden Fall. Mehr als mit anderen an die Falco. Nee, aber mit Falco haben wir ja beruflich zu tun. Nee, das ist, da ist kein Spaß dahinter, das ist rein beruflich. Das Wer hat putzt nichts sich denn für den Stream mal raus? Als ob. Also die Person ist, glaube ich, auch dafür bekannt, dass sie das hin und wieder mal tut, ja. Ach, wirklich? Oh, lol. Also, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja. Oder gut, bei Leuten putzen. Von dir, Sepp. Bei Leuten putzen? Was? Bram. Marc Gebauer. Habt ihr schon mal öfter was mit Marc Gebauer? Ich weiß nicht, wie viele Rolex du hast, also, aber ich kaufe ständig meine Uhren bei dem. Und wir machen nichts beruflich mit dem. Ja, das stimmt. Nee, ist leider falsch. Aber wenn du einen Rolex abzugeben hast, dann melde dich gerne bei mir. Warum? Ja, ich trage die noch kurz kaputt und dann gebe ich die dir. Rolex-Schmutz, Ich habe keine Ahnung, wer sich immer schön anzieht beim Streamen, Alter. Ist auf jeden Fall ein R. Ich verstehe auch nicht. Und ja, dieser Typ. Die sehen doch alle schmuddelig aus. Ich weiß nicht, habt ihr schon dieses Jahr was mit ihnen gemacht? Das habe ich jetzt gerade tatsächlich vergessen. Doch, ich glaube schon. Dieses Jahr sogar schon. Ja, und letztes Jahr auf jeden Fall auch. Und ich, also, wenn ich mich richtig erinnere, müsste es das vorletzte Jahr gewesen sein, wo ihr so richtig viel mit ihm
sagen wir mal, verbandelt wart. Aber nichts Berufliches. Das vielleicht schon, ja. What? Okay. Wobei auch nicht so richtig. Also das ist aber, das ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, meine Tweets, meine Hinweise machen es immer noch schlimmer. Komplett verwirrend, Alter! So, haben wir jetzt mit dem Beruf nichts zu tun gehabt oder nein? Oder sowohl als auch? Es kommt darauf an, wie du es definierst. Okay, so wie es Peter eben definiert hat, dann. Ja, das ist ja falsch. Ganz ehrlich, wenn ich mit Dado einen Stream mache, dann ist das natürlich beruflich. Ich dann auf jeden Fall. Für dann habt ihr. Und arbeite mit dem zusammen im Pizza-Meet-Kontext. Beruflicher, das ist ja wohl Arbeitszeit. Also ist das beruflich. Ja, dann habt ihr schon oft mit ihm beruflich zu tun gehabt, aber vor, ich glaube, 2 Jahren war es sogar noch mehr. Okay. Und dann habt ihr deswegen, weil ihr dann nicht mehr so viel mit ihm beruflich zu tun habt, jetzt öfter mit ihm beruflich zu tun. Ich bin komplett verwirrt! What? Okay. Im beruflichen Film mit dem zu tun gehabt, dann nicht mehr, und weil wir nicht mehr mit dem beruflich zu tun hatten, jetzt deswegen mehr. Mango. Ja, es ist Mango. Oh, danke. Ja, weil er dann aufgehört hat bei uns und dann wieder mit uns mehr zusammen in den Aufnahmen war. Gott. Ich wusste das schon lange, aber ich wollte euch noch ein bisschen zappeln. Naja, fuck you, ja. Sebastian. Also Mango war ja nie angestellt sozusagen bei uns, hat ja nie quasi direkt bei uns gearbeitet, aber hat viel mit uns beruflich zu tun gehabt. Und dadurch, dass er das jetzt nicht mehr macht, hat er jetzt mehr Zeit für seine Streams und dadurch hat er öfter mal was mit ihm zu tun. Also ich meine, ja. Meine Tipps waren 1A. Das war, ja, das besprechen wir im Jahresgespräch dann nochmal, ne? Oh, scheiße. Okay, wir kommen zu Tweet Nummer 8. Okay. Und der sieht so aus. Gerade in unserem Aldi jemanden mit Friendly Fire Merch gespottet. Sepp. Das ist natürlich Pandoria. Die geht doch nicht in Aldi. Nein. Stimmt. Das hat die auch nicht. Traum. War Funk. Nein, Sepp. Some more game. Das hätte ich auch gesagt. Nein. Oh, Lock. Hab ihm zu seinem Pulli gratuliert, er war sichtlich erfreut, alle zufrieden, und dann der High-Five-Emoji, alternativ Beet-Emoji. Ich weiß es bis heute nicht genau, was es für einer ist. Schon eher es könnte sagen. Der Self-High-Five-Emoji sein, das wäre viel besser als der Beet-Emoji. Oh, weil sich diese Person im Spiegel im Aldi gesehen hat, meinst du? Dann hat er sich selbst high-fived. Sepp. Arthur. Nein. Okay, in unserem Aldi. Oh, der ist von mir selber. Fuck. Domi. Nein. Ich glaube, es ist kein Teilnehmer von Friendly Fire. Mein oder? Gott. Investigativ-Detektiv Peter Smith wieder im Schlüssel. Oh, ich hab den Tweet gesehen. Ich kann mich dran erinnern. Sepp. Das ist doch ganz eindeutig Andy. Das ist gut. Nein. Hier ist Andi. Nein. Dammit. Dass du dich an den Tweet erinnern kannst, der ist vom 20. April. Ja, an sowas kannst du dich da wieder erinnern. Ne? Ja, ich meine, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, ich habe mich einfach drüber gefreut. Weil ich glaube, dass die Person... Könnte es eine Zuschauerin oder ein Zuschauer gewesen sein? Oder jemand... Oh. Vor dem Edge steht, passt es eigentlich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Also auch Jules. Sepp, es ist nicht Jules. Ich weiß nicht genau, wie die Impressions bei Twitter gezählt werden. Ich dachte immer, es reicht ein drüber scrollen, das ist eine Impression. aber bei den 13.400 seid ihr drei auch auf jeden Fall wieder mit dabei. Also ihr habt den Tweet auf jeden Fall gesehen oder hättet ihn sehen können. Hättet ihr die App aufgemacht. Folgen. Ja. Wir haben alle genannt, denen ich folge. Schade. Boah, das ist eine schwierige, schwierige Kiste hier, Andi. Ja, es ist auf jeden Fall. Das Datum ist auch nicht optimal gewesen. Es ist eine Person, also Peter hat ja eben schon überlegt, ob es vielleicht jemand sein könnte, der nur Zuschauer ist oder Zuschauerin sozusagen. War das ein Geburtstagspost? Ja, lass den Jungen doch mal ausreden da. Ja, ich wollte eine Zwischenfrage stellen. In dem Fall
müsste ich das im Zweifel sogar eigentlich bestätigen, was Peter vermutet hat, aber nicht in der Form, wie er sich das vorstellt. Ja, okay, verstehe. Hä? Ja, die Person ist halt nicht direkt quasi vor der Kamera. Ja, mein Zuschauer. Aber jetzt halt nicht, keine Ahnung, Lucilicious. Ja. An die habe ich auch schon die ganze Zeit gedacht, aber dann dachte mir, der Händel ist viel zu ja, lang. Ja, genau. Deswegen wahrscheinlich eine Person, die vielleicht schon involviert ist oder auch created. Ich weiß aber das nicht. Das schränkt den Kreis ja zumindest ein, wenn man sich so das Ganze überlegt. Ja, das ist richtig. Das ist selbstverständlich. Das geht nicht. Zu viel Likes. 5, 4. Ich weiß es doch nicht, Andreas. 3, 2, 1. Peter? Sie? Lena. Ja, habe ich auch dran gedacht, aber. Nein. Schade. Nein. 3, 2, 1. Und dann schließe ich diesen Tweet. Interessant, dass ihr einfach nicht mal weitergeraten habt, denn es war Sven. Es war doch Sven. Ich bin Sven, ich nehme meinen eigenen Tweet. Oh Mann. Sven war für mich irgendwie raus. Klang war Sven auch Sven. Raus, weil er Sven das erstellt hat. Ich habe nicht gedacht. Aber Peter hat ja auch vorher gesagt, Selbstbeneißen ist wichtig. Sven hat sich jetzt Reichweite geholt. Nein, auf jeden Fall auf die Feier ist doch ein schöner Tweet. Und auf Twitch, die Livestreams von dem sind vorzüglich und da solltet ihr reingucken. Genau, mehr muss man dazu nicht sagen. Und das war eben auch der 8. Tweet. Wir kommen jetzt zum 9. von 15 und der sieht so aus. 2 Personen wieder. Leitungswasser schmeckt irgendwie so dünn, also so Brahmen. Das ist Jen. Das ist korrekt. Ja. Was? Die erste Person. Die Frage so zu stellen, das ist ein richtig typischer Jen-Satz. Also die erste Person ist Jen, das hast du richtig erkannt. Leitungswasser schmeckt irgendwie so dünn, also so flüssig irgendwie. Wisst ihr, was ich meine, Brahmen? Ja, und der andere ist Fabian Döhler. Ja. Nein. Nee, Fabian Döhler würde Punkt und Großschreibung beachten. Ja, doch. Doppelpunkt über dem A. Ihr seht ja noch einen Teil des Namens, zumindest von ja, der stimmt. Zweiten Person. Werde ich. The fuck is that? Toro. Ein. Antwort an. Aber das ist irgendein Emoji, ne? Ja, das ist ein Emoji, aber ich kann ihn nicht zuordnen. Ist das ist halt irgendwie. Ein Tier? Ein Biber? Biber, ja, das irgendwie war Justin. So eine Beutelratte. Er hat also so einen Namen. Toro wird ja passen. Toro. Fram. Ist es Sonja? Nein. Der Milchbaum wäre länger. Aber es ist eine Frau. Also es ist eine Sie. Okay. Annie the Duck. Nein. Was weiß ich, wer da so ein komisches Vieh daneben hat. Keine Ahnung. 5, 4, 3. Gibt's die Beutelratten-Community? Stimmt. Lol, das ist der Fauco. Klar. 3, 2, 1. Und dann schließe ich die Frage, dann zeige ich euch das mal. Und vielleicht kennt ihr dann das Emoji im Zusammenhang mit dem Namen. Ach, Franz. Bitte schön. Franzi hat das Ding, das hatte ich ja auch nicht gecheckt. Ah, die unten kannte ich nicht. Ja. Ich weiß aber immer noch nicht, also was. Konversation aus der Hölle einfach. Könnte. Ja, eine Beutelratte. Ja, die Beutelratten-Community bei Franzi. Ja, wer kennt sie nicht? Kann ja sein. Wir kommen zum 10. Tweet. Und da würde ich sagen, also Hände an die Buzzer, das kann man wissen. Okay. Würde ich mal behaupten, der Tweet sieht so aus. FC Bayern. Der FC Bayern, das ist korrekt. Der obere Tweet ist vom FC Bayern. Oh fuck, da unten ist noch. Das ist Dortmund. Nein, das ist nicht Dortmund. Also, wer antwortet Prost auf diesen Tweet? Peter. Paulaner.
Nein. Könnte sein. Das wäre auch viel zu nah dran gewesen. Ja. Ich weiß, dass ich es nicht war. Also eine Compilation von Weißbierduschen wird dort scheinbar im Video gezeigt. Das hat der FC Bayern twittert. Verstehe ich jetzt. Aber warum machen die Anzeige? Ja, weil die halt für Paulana Werbung machen. Also die haben ja auch, mittlerweile machen die das vielleicht ja auch richtig, dass sie endlich mal markieren. Ja, aber das wäre nicht richtig, Anzeige muss da vorne stehen. Ja, wie man das handelt, ist ja... Irgendwann. Wir haben es gar nicht hingeschrieben. Tja. Ja. Wer könnte Sepp? Nein. Es ist auf jeden Fall passend zur Bubble, die diesen Tweet, also FC Bayern hat den Tweet ja geschrieben und aus dieser Bubble, würde ich sagen, das kann man so nennen, kommt auch diese Antwort. Ram. Peter Georg Schmitz. Nein. Was? Die Bubble aus Bayern. Ja, das ist natürlich Köln. Also SFC Köln. Nein. Meinst du, das ist eine Fußballmannschaft? Ja, meint der doch mit Bubble oder nicht? Der könnte auch ein Spieler sein. Oliver Kahn zum Beispiel. Spielt der noch für Bayern eigentlich? Ja. Nee, jetzt, der spielt jetzt wieder, nicht mal mehr, ne? der macht gar nichts mehr, der ist auf die stille Treppe gekommen. Ja, ich dachte, der geht jetzt wieder ins Tor zurück. Ja. Da hat er jetzt Zeit. Mit den Hinter Tor 3, und dann gibt's da den Song. Ach ja, Moment, hier den. Prost. Wer könnte denn noch so twittern aus der Bubble vom FC Bayern München? Ja, das Sepp. Ist natürlich Horst Söder. Horst Söder. Was ist der Horst? Helmut? Markus. Markus! Also Horst Seehofer und Markus Söder quasi so, in Personalunion. Nein. 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 Horst der Bubble. Es ist, also ich erkläre mal auch die Bubble. Oh. Es ist auf jeden Fall jemand, der beim FC Bayern was mit dem Kader zu tun hat. Oh, Sepp. Oh, verdammt, mit dem Kader zu tun hat. Also Uli Hoeneß. Lol. Nein. Also eine Person, die vielleicht in der näheren Umgebung des Kaders arbeitet oder sogar selbst Spieler ist. Ach, Bakan. Also Thomas Müller. Es ist Thomas Müller, ja, danke schön. Mensch, ey, jetzt habe ich 18 Mal falsch gedrückt. Das hat sich gelohnt für 3 Punkte. Hier sehen wir es nochmal, Thomas Müller, glaub, scheinbar auch bei Twitter. Der Thomas, der ist da auch, glaube ich, zu sehen. Ist das Thomas? Weiß nicht. Könnte sein, ja, im Video. Könnte das ist Salihamidžić. Ja, Salihamidžić. Ja, das war nicht aus, unsere Kategorie, Bram, fürchte ich. Meinst du? So meine Theorie. Dann ist es aber vielleicht deswegen der nächste Tweet. Deswegen bin ich dein Watson. Weil du zu den guten Entschlüssen kommst. Wir kommen zum Tweet Nummer 11. Wer hat denn diesen Tweet geschrieben? Stream start heute erst ca. 15:30 Uhr. Dafür Big IRL Minigolf mit Sepp. Ja, das ist jetzt endlich Reefed. Ja. Es ist Reefed. Ja, nice. Sehr gut. Sie macht nämlich ganz viele IRL-Streams mit ihren Leute, anderen Influencer-Kollegen. Ja. Wir sind auch eingeladen. Ja, immer. Also ich glaube, da kann jeder wirklich vorbeikommen. Ja. Das ist ja, also jetzt so, ja, wir sollen nur Bescheid sagen, Bude. Oder auch vom Flughafen ab. Das ist kein Problem. Und wir sollen nur sagen, wie lange. Ja. Also da ging es ja nicht um Tage, so ich glaube eher so Wochen, weißt du, wie viel. Gibt's auf Madeira irgendwelche Sterne-Restaurants, Peter? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Da gibt's gibt's Fritze Flink direkt am Aldi davor. Ja. Ja, warum nicht? Einfach da mal stehen so 3 Michelin-Männchen vor. Könnten aber auch zu der Werkstatt gehören. Keiner weiß es so genau. Wir kommen zu Tweet Nummer 12. Peter führt aktuell mit 44 Punkten. Es gibt 2 Sterne-Restaurants. Eins mit einem Stern und eins mit 2 Sternen. Jo, stimmt. Cool. Olaf Schnitzel-Treff, wa? Ja, William heißt der eine und der andere heißt Il Gallo d'Oro. Als wenn es auf Madeira 2 Sterne-Restaurants gibt. Ja. Das sind ist das der Ort mit pro Einwohner mit den meisten Sterne-Restaurants? Keine Ahnung. Madeira ist eine ganze Insel, oder? Es gibt in Deutschland doch allein eine kleine Stadt, wo 2-3-Sterne-Restaurants sogar sind, ne? Da war ich schon, Baiersbronn. Aha. Wie viele Leute wohnen in der Stadt?
Nicht viele. Mehr oder weniger als auf Madeira. Dörfchen. Warte. Jetzt sind wir bei Peters Thema jetzt. Also kurzer Schwenk in die Kulinarik. 15.000 Leute. Das ist ja, ich glaube, Madeira ist ein bisschen größer. Weißt du, auf Madeira wohnen mehr Leute als 15.000. Wobei, wissen tue ich das tatsächlich 253.000 wurden auf Madeira. Okay, das ist deutlich weniger. Krass, das ist Düsseldorf. Nee, weniger. Au. Nee, Düsseldorf ist größer. Ja. Digga. Okay, lass mal weitermachen hier. Ja, okay, kurzer Ausflug in die Kulinarik. Trotzdem, Bram führt einen Punkt vor Sepp aktuell, also sehr eng. Peter ein bisschen weiter weg vorne. Mit 54 aktuell. Wenn ihr auch ganz vorne sein wollt, abonniert jetzt Röststoffe. Das ist ein Mega-Podcast. Ja. Ohne E am Ende, Röststoff. Entschuldigung, Dankeschön. Röststoff. Ja. Nur ein, gibt nur einen Röststoff, gibt nicht mehrere. Da wird halt an den Zutaten gespart. Ja, wegen Gesprächsstoff. Boah! Okay, das ist ja. Ich habe leider keinen. Weißt du, ich bin ein zynischer Bastard. Ich bin. Ich habe gar keinen Applaus-Button. Ja, nee, ich habe auch nur Sachen, die einen irgendwie die scheiße. Ich habe hier. Das ist das Positivste. Weil ich mach. Ja, was passt auch? Oder den. In der Tat. Schnell weiter zu Tweet Nummer 12. Bitte. Wer hat den geschrieben? Werbung, es ist Dienstag, ihr wisst, was das bedeutet. 20.15 Uhr pro @pro7 Sepp. Das ist Joko. Nein. Nein, Brammen. Steven ist das. Steven Gätchen. Das ist Steven Gätchen, genau. Ja. Der Tweet ist von Steven Gätchen. Das ist ganz wichtig, wenn man einen kleinen Diss macht in der Welt, ja, direkt 4 Smileys sind damit man die Ironie direkt so ins Gesicht geschlagen bekommt. Ja, aber sonst verstehen die Leute es ja auch nicht. Er kommt noch aus der anderen Generation. Das ist so. Nee, aber sonst verstehen die Leute verziehen. Das halt wirklich nicht. Ja. Ja. Weiß ja nicht, wer ihm folgt, ne? Tweet Nummer 13, also noch 3 haben wir. Und alles noch drin. Dieser Tweet lautet: Hinter uns allen liegen emotionale Tage. Tage des Frusts, Tage der Enttäuschung, Tage der Peter. Borussia Dortmund. Oh. @BVB. Das ist korrekt, das ist Borussia Dortmund. Fußball-Tweet erkannt. @BVB war gut. Ja, genau. Ich dachte, es wäre irgendeine Partei gewesen, aber nee. Nein, war hätte Verein. Auch gepasst. Ja, hier nochmal eine kleine Wunde neu aufgemacht, aber wir können es schnell zumachen mit dem vorletzten Tweet. Da haben wir ganz schön viele Fußball-Tweets hier, muss ich sagen. Ja, aber alles gut. Ja, die sind nein, auch am bittersten im Moment. Ja. Ja. Ich dachte, du klärst mich jetzt auf. Ich konnte das jetzt nicht zuordnen direkt. Sven, der so drauf rumreitet als Bayern-Fan. Nee, das traut sich selbst jetzt nicht, Bram. Er wird das hier jetzt nicht erklären. Dann musst du nochmal googeln, was da passiert ist. Das vielleicht oder so, dann ist ja, okay. Ich glaube. Nee. Ja, okay. Vorletzter Tweet sind 2 Personen. Wer schreibt hier? Junge, was ein Wetterchen ist das geil? Und darauf geantwortet: Ed. Henke Wetterling. Okay, aber den jetzt zu nennen, den zählt nicht, wa? Nee, hä? Also den zweiten. Doch, der zweite ist doch ein anderer. Nee, der zweite ist, der ist ja nicht Teil der Konversation. Genau. Das ist richtig. Das unten ist Fabian Döhler. Richtig. Ja. Das ist wohl korrekt, ja. Das ist Fabian Döhler. Ja. Ah. Am 28. Mai. Sepp. Scheiße. Das ist so short oben. Unge. Aber nee. Weil da Junge nein. steht. Ja und. Ja. Ich sag auch immer, meine Sätze fangen auch immer mit Enes an. Ich hab ja gar nicht gedrückt, aber das ist. Jen, ja. Nein, mal schauen, das kann er nicht. Ja, ich habe eigentlich nur auf den Tisch gehauen, weil ich weiß nicht. Weil jetzt kommt Anni the Duck nämlich. Nein. Nein, er ist viel zu ich bin mal gespannt. Was heißt gespannt? Nein. Ob ihr diese Person sozusagen kennt, denn zumindest ihr drei folgt dieser Person nicht auf Twitter. Oder ist schlecht. Kann ich sagen. Okay, ist auf jeden Fall eine Frau, weil Fabian folgt, glaube ich, nur Frauen. Aber Dalukart folgt dieser Person zum Beispiel, ja. Mikkel auch und Boris. Okay, dann ist er glaube ich. Nein. Wieso nicht?
Vielleicht Twitter nur eine Minute am Tag. Aber ist es eine Frau? Nein. Ah. Ich muss die ganze Zeit auch denken, wenn jemand sagt, ist eine Frau an Eurotrip. Eine Frau. Eine Frau. Eine Frau. Ah. Ach ja. 49.643 Follower auf Twitter, 43.000 Tweets. What the fuck? 43.000 Tweets, hört sich an wie der Beats mit Ablaufplan-Account. Ja, what the fuck? 43.000 Tweets. Wer ist so dumm? Für mich kannst du gerne weiter runterzählen, Ali. Ja. Oh, aber wer verbringt so viel Zeit? Also keiner dem Plan folgt auch so. Vier bestimmt. Commander Cookie. Drei. Mit blauem Händel auch. Zwei. Ja, gekauft. Ja, ist gekauft. Ja, deshalb. Wahalla. Und dann schließe ich diesen Händel. Tweet. Und ich zeige euch die Auflösung, jetzt nicht die falsche Zahl. Doch, Montana Black. Henke. Ach, okay. Da Bram und Peter jetzt nichts gesagt haben, heißt das scheinbar, keine Ahnung. Ja, der wird halt, der Henke, ist. Der wird wer immer wieder verlinkt bei den Bubbles da. Mhm. Ja. Gerade bei. Wer ist denn, was macht Henke denn so? Also laut YouTube-Wiki, ein deutschsprachiger Livestreamer und YouTuber, ist immer mal wieder im bei Worldwide Wohnzimmer zu sehen. Henke Hingbeer? Und macht Gaming-Comedy. Ja. Ja, aber wenn ihr das... Aber gut, das Henke auch einen Podcast? Das fand ich super. Henke Hegenberg für dich aus. Es muss Henke Hegenberg sein. Oh Gott, Alter. Stell den letzten, Alter. Ja, der letzte Tweet. Der letzte gibt 20 Punkte. Nein, tut er nicht. Mindestens. Es sind aber zwei Personen in dem Tweet. 2x10. Also, ihr könnt noch Punkte machen, aber ob das so viel ändert, schauen wir mal. Hier, der Tweet oder der Thread. Ich glaube, ich mache mir Tattoos, Vorschläge bitte. Und dann als Antwort, mein Hoden neben deinem Hoden. Oh Gott. Sepp. Das ist Dalukat und Matteo. Auch wenn wir Matteo schon hatten, aber. Beides falsch. Ja, ist natürlich falsch. 10.000. Krass. Ist auch schon ein bisschen her. Ja, Dado würde auch nicht haben. Ich glaube, ich mache das. Das ist einmal Unge. Moment, möchtest du noch was sagen? Also, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich wollte danach nochmal drücken. Achso, ja. Nee, das ist falsch. Ah, okay. Also, es reicht ja, wenn ihr mehr. Du kannst jetzt nochmal drücken. Eine Sepp. Person. Nee, die erste Person ist ja schon raus. Dann macht das ja nicht so Sinn. Zweit, also. Was ist das auch für eine bestimmende Wortwahl? Vorschläge bitte, Punkt. Ja, muss ein Wichser sein. Wirklich so ein allerletzter. Einer von der untersten Reihe auf Twitch. Es müssen auf jeden Twitter. Fall zwei Männer sein, würde ich sagen, oder? Warum? Ja, mein Hoden neben deinen Hoden, also. Ja, stimmt. Aber warum? Aber oben könnte doch eine Frau auch schreiben. Dein Hoden! Ja, also aber in dem Fall sind es tatsächlich zwei Männer. Ach, guck mal, haben wir uns da draus gebaitet als Team jetzt die Information gut gemacht. Nee, das kann man auch nicht. Alle mitgedacht. Stark von euch. Alle so lange fronten, bis er die Wahrheit rausholt. Oh, ja, stimmt, Alter. Ja, da können wir stolz auf uns sein, Peter, weil der Team läuft. Ja. Ihr kennt die beiden auch auf jeden Fall, diese ja, beiden Personen. Ich auch. Und hatten ich glaube heute schon. Ja, ich glaube einer. Ja. Ram. Revi. Nein. Also ich glaube, die eine Person habt ihr schon mal genannt, aber noch nicht oft. Die andere Person habe ich noch nicht gehört. Bram. Die eine ist Papa Platte. Das ist korrekt. Nice. Der obere Tweet ist von Papa Platte. Wer hat geantwortet? Stark Bram. Ja. Stark Bram. Das war ein Superheld. Damit, das heißt, der untere ist der, den wir sonst noch nicht hatten. Ich glaube schon. Ja, dann Trimax. Ja, den haben wir auch schon genannt. Ihr habt schon viele Namen genannt, ich glaube aber, der fiel noch nicht, wenn ich mich richtig sage. Du musst überlegen, du musst jemanden haben, der sich traut, ein Wort wie Hoden zu schreiben. Und das sind schon ganz wenige. Und dann und Punkt zweimal. Nicht setzt. Ja, das ist die Mehrheit. Also ich glaube, mit der unteren Person habt ihr
schon mal was gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es war im beruflichen Kontext. Ob ihr euch privat mit dieser Person in einer schönen Stunde getroffen habt, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Und ich glaube, es war aber nur ein einziges Mal. Einmal nur? Ich glaube schon. Zwei nur. Na, wer kauft sich diesen Haken, Alter? Ja. Braum. Amar. Nein. Den haben wir auch schon genannt. Achso, den haben wir heute noch gar nicht genannt. Geh nicht zu sehr auf, doch, haben wir heute schon genannt. Ich kann ja auch was vergessen. Wenn ihr ihn genannt habt, dann nur vielleicht einmal. Ah, Mann, und er muss ja auch mit Papa Platte irgendwie zu tun haben, ne? Sonst schreibst du sowas ja auch nicht. Ja, mit Papa Platte ist natürlich Reese. Oh ja, Nein. Das ist gut. Das ist gut. Ist aber falsch. Ja, könnte natürlich nochmal Michi sein. Kommt ja doch mit Papa Latus, Platus gut aus. Du sagst, wir haben einmal ever mit dem was gemacht, soweit du dich erinnerst. Wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, ich meine mich an. Nein. Ja? Da habt ihr, glaube ich, schon öfter mal was gemacht. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es auf jeden Fall ein Video, wo er mal drin vorkam. Und sonst glaube ich noch nie irgendwo. Okay, Saraza hatten wir 3 Videos. Alter, altes Live, das ist lange her. Also selbst du hast dich direkt erinnert, Phil. Na klar, weil das die Leute so gedisliked haben. Und deswegen bin ich dein Watson. Ja. Weil du sofort immer weißt, worum es geht. Ich habe keine Ahnung, Alter. Mein Hoden neben deinem Hoden, Pillar. Ja, finde ich erstmal gut. Dann sind wir der ist einer der größten deutschen YouTube-Kanäle. Ja. Ich würde so sagen, ich meine schon, ja. Wobei, es könnte sein, dass ihr sogar schon öfter. Ich glaube sogar, dass. Nee, also, wenn hier jemand was mit dieser Person gemacht haben könnte, dann auf jeden Fall würde ich sagen, Sepp. Aha. Ist das Steinwallen? Ja, weil einer der größten deutschen YouTube-Creator. Ja, Julian Bam, so. Ja, Julian Bam! Korrekt schon genannt, verdammt! Weil die beide tätowiert sind, ne? Das sind ja ganz viele. Der wäre raus, weil wir den hatten schon. Habt ihr den genannt? Dann habe ich es nicht mehr im Kopf. Ich habe den einmal genannt. Ja. Ja. Ah, okay. Ah. Aber Julian Bam, der war doch mal. Kriminellen, ne? Der war doch mal in diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie das Format hieß. Ja. Genau, wo er quasi Fragen beantworten musste als Video eingeschickt, bla bla bla. Ah, okay, dann habe ich das richtig im Kopf gehabt. Hast du auch richtig im Kopf gehabt. Deshalb kam ich da auch drauf. Aber ich hatte halt gedacht, er wäre raus, weil Andi, du bist einfach eine Legende. Aber das gab mir 20 Punkte, ne? Nix da. Leider nicht, aber das ändert aktuell nämlich auch nichts am finalen Punktestand. Peter gewinnt nämlich mit 67 Punkten. Juhu! Vor Brammen mit 60. Nur weil die Regeln geändert worden sind, da die letzten jetzt nicht nochmal spontan 20 Punkte gebracht haben. Ja, das ist absolute Freiheit. Die Regeln haben sich insofern geändert, dass alles so geblieben ist, wie es hier ist. Und selbst 47 Punkte. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt schon bei Frauentausch mitgemacht hast. Der hieß zumindest so wie ich, ne? Also, es kommt ja nicht vor. Kalender. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis in einem nächsten Video. Tschüss. Tschüss.